Und willkommen in der vierten Folge von Let's Play Gothic 2. Es geht weiter. Hey, du. Auf die Miliz ist kein Verlass. Wir müssen uns selbst verteidigen. Alles klar. Ich glaube nicht, dass der Hilfe braucht. Also zumindest nicht unsere, sondern professionelle. Ist hier irgendeiner? Aber da ist so ein, so ein Feldräuber, Gedöns, Macker. Und da sind Schafe, da ist bestimmt doch irgendein Hirte, rennt hier doch rum noch mit. Die lassen die Schafe hier nicht einfach so rumlaufen. Anscheinend schon. Und hier ist so ein komisches Feldräuber. Kuppel, ich prügel mich nicht, ohne gesprochen zu haben mit dir. Auf keinen Fall. Komm her. So, komm. Der Junge ist aber ganz schön hartnäckig, kann das sein? Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es, es war ein Schlag. Es war die Frage, wer zuerst trifft. Und der hat zuerst getroffen. Schade. Das heißt, wir müssen dann nochmal den ersten töten und dann den zweiten. Okay. Also zwischendurch mal abhauen. Oder wir nutzen den Bogen. Das könnte ich auch machen. Ah, das geht aber gut. Also, der Bogen geht verdammt gut. Oder? Das war ja nix. Was macht das? Nichts. Okay. Dachte jetzt, da kommt jetzt irgendwas, aber... Aber nein, okay. Na gut, ein Versuch war's wert. Und was... Liegt da irgendwas? Eine, noch so eine alte Steintafel. Steintafel der Lebensenergie, okay. Das ist ja alles merkwürdig hier, weil denke ich, diese Steintafeln, ne? Ich weiß, irgendwas war mit denen. Ich weiß nur nicht mehr was. Irgendwas war da. Und ich erinnere mich an diese ganzen Gebäude und diese Ja. Ignorieren, meine Freunde. Ignorieren. Aber ich glaube, das war das eigentlich schon mit den beiden. Oder ist hier noch irgendein anderer Typ, den wir anquatschen können? Weil das ist doch der Bauer von eben, oder nicht? Den wir da anquatschen wollten, aber der uns gesagt hat, nur die Miliz macht gar nichts. Nee, das ist er nicht. Was ist die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Das stimmt. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobat erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Okay. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobat wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Siehst du? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? So macht man das. Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Okay. Kann sein, dass er voll war. Aber wir fragen jetzt mal Robert, wie das aussieht. Hast du einen Namen? Nee. Kann ich dich von hier aus abschießen? Nee. Ich glaube, das bleibt einfach, die bleiben einfach hier stecken, die Pfeile.
Wieso treffe ich den da nicht? Hui, das war knapp. Da ist nichts zu. Wie viel habe ich noch? 2 Stück. Das ist ja nicht viel. Okay. Aber gut, wir sollten auch mal gleich wieder speichern. Denn das hat ja alles irgendwie furchtbar gut geklappt jetzt. Beunruhigend gut. Muss man mal sagen. Beunruhigend gut. Ah, deswegen speichern einmal. Jetzt reden wir mal mit ihm, dann haben wir unsere erste Kleidung auch gleich wieder. Und eine vernünftige Rüstung. Das heißt vernünftig, aber zumindest etwas. Hey, du. So. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau... Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Alles klar. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Okay. Ja. Da steht eine Kiste, hat er gesagt. Wir können natürlich jetzt alles mitnehmen, aber wir könnten es auch lassen. Ja, für 2 Gold und seit Ärger einhandeln, da habe ich auch keine Lust zu. Also, er darf nicht. Ich handle mir doch hier nicht für 2 Gold hier so ein bisschen zu Ärger ein, will ich denn? Aber das sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, wir sehen schon ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, wir legen uns mal irgendwo hier knacken, oder? Bei dir ins Bett. Ich weiß nicht, ob wir das können, was hier geht. Ne, das ist wirklich praktisch. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Zack. So. Warte mal. Hallo Hilda. Hast du was? Hier. So, wir haben den auch gleich abgeholt. Und jetzt, glaube ich, gehen wir mal wieder Richtung Stadt, oder? Unsere neuen Rüstung, unsere neuen Sachen, die wir bekommen haben. Ich glaube, wir gehen einfach Richtung Stadt. So. Wer bist du denn noch? Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Ja. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Wegen der Stadtwachen? Ja, schon eine Idee? Ich muss darüber. Na schön. Wir hätten den Schein nehmen sollen. Aber ich glaube, das geht jetzt nämlich nicht mehr, oder? Ja, gut. Wir könnten ihm natürlich die Kräuter geben. Wir haben 10 Heilpflanzen. Wir könnten ihm die Kräuter geben und dann selbst reinlaufen. Hey. Das könnten wir machen. Wegen. Ja. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung.
Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich hab so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Ja. Falls einer fragt, warum ich das gegeben habe, weil wir bestimmt noch eine andere Möglichkeit finden, daran zu kommen. Und wir können natürlich erstmal gebrauchen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es noch andere Wege gibt da rein. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Ich habe hier die Kräuter für Constantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Danke, ich wusste, 100 EP, hier nochmal EP bekommen. Keine Rüstung, aber gut. Halt, Fremder, ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Okay. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Er hatte das nicht. Okay. Das war doch schon vorher klar. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht noch obendrein, wenn du in der Stadt bist, klar? Ist ja gut. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Okay. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Alles klar. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord Andre in der Kaserne. Okay. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Alles klar. Gut, dann rennen wir gleich mal los. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Ich hab so einiges gehört. Alles klar. Glaubst du wirklich daran? Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord Andre hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Gut. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Alles klar. Er hatte das nicht. Okay. Ich muss weiter. Solange du in Korinis bist, kannst du dich sicher fühlen. Die Paladine des Königs wachen jetzt über diese Stadt.
ist eine schlimme Sache. Möchte gern. Naja, aber ich werde mal schauen, was wir da machen wollen. Oh, es ist so, es sind solche Memories einfach, ey. Jetzt Frame-Einbruch. Freunde. Das kann ich mir zwar nicht erklären, was hier gerade passiert. Aber ich finde es auch nicht gut. ich glaube, wir beenden an dieser Stelle mal die Folge. Einfach nur aus dem Grund, damit, falls hier etwas abstürzt, wir das nicht so mitbekommen. Deswegen sehen wir uns in der... Ja. Na. Ah.